Gestern haben wir darüber geredet, ob du einer Frau sagen sollst, ob du sie magst, ob sie dir gefällt. Heute wollen wir über ein ähnlich wichtiges Thema reden, nämlich über das Thema männlich sein und schwach sein und warum du schwach sein darfst und für deinen Erfolg mit Frauen tatsächlich auch schwach sein solltest. Viel Spaß beim Video. Also das ist, glaube ich, ein super wichtiges Video, gerade in der heutigen Zeit. Jeder von euch kennt, glaube ich, diesen Spruch: Männer sind immer stark, Männer weinen nicht, Männer sind XY. Irgendwelche Voraussetzungen, die gemacht werden, die dir sagen sollen, so ist ein Mann und so ist ein Mann nicht. Was du verstehen musst, was passiert in diesem Moment ist, und ich habe dir hier mal in der Ecke jetzt eine kleine Grafik eingeblendet. Ich setze mich mal ein bisschen weiter nach hier, dann siehst du die Grafik besser. In dem Moment, also du siehst diesen kompletten Kreis. Und in dem Moment, wo du sagst, Männer dürfen nur stark sein, schneidest du dich von der Hälfte aller Möglichkeiten ab. Du schneidest dich von der Hälfte deines Komplettpotenzials ab. Denn die eine Hälfte ist stark sein und die andere Hälfte ist schwach sein. Und in dem Moment, wo du sagst, nein, Männer müssen immer stark sein, Männer dürfen nicht schwach sein, hast du die Hälfte durchgeschnitten und hast nur noch Zugriff auf die Hälfte deiner Möglichkeiten und deines Potenzials. Na? Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin nur mit Männern befreundet, nicht mit Frauen, dann schneide ich mich von der Hälfte aller Möglichkeiten ab. Was für Möglichkeiten hätte ich denn, wenn ich mit Frauen befreundet wäre? Das weiß ich dann nicht, weil ich mich davon abgeschnitten habe. Mir geht ganz viel verloren. Ja, dieses Kreisprinzip, okay? Schneidest du von der Hälfte der Möglichkeiten ab. Das ist das allererste Problem. Das sorgt dafür, dass du nicht voll authentisch sein kannst. Authentisch sein bedeutet, du selbst sein in allen Ausführungen. Du selbst sein ohne Rückhalt. Dass du dich voll ausdrückst, ohne Angst zu haben, dass jemand dich ablehnen könnte. Wir haben gestern über das Thema Ablehnung gesprochen. War ein wichtiges Video, schau vorbei, wenn du es nicht gesehen hast. Authentisch sein bedeutet also, sich voll auszudrücken und zu riskieren, dass jemand dich nicht mag. Aber in dem Moment, wo du zum Beispiel sagst, ein Mann muss immer stark sein und darf niemals schwach sein, schneidest du alle Teile in dir ab, die schwach sind. Und jeder Mensch auf dieser Welt ist mal stark und mal schwach. Das ist ganz normal. Und da kannst du noch so ein krasser Mann sein, das wird sich nicht ändern. Auch du als ein Mensch bist irgendwann mal schwach. Aber wenn du sagst, ein Mann darf nicht schwach sein, dann wirst du in dem Moment, wo du dich schwach fühlst, das unterdrücken. Du wirst das wegmachen wollen, du wirst dagegen ankämpfen wollen. Und schon hast du einen gewissen Teil von dir selbst genommen, abgeschnitten und verboten für dich selbst. Und immer wenn du sowas machst, wirst du weniger echt und bist weniger authentisch. Und wenn du weniger authentisch bist, wirkst du schlechter auf Frauen. Du hast eine schlechtere Ausstrahlung. Denn du strahlst ja nicht mal mit, du strahlst nicht mehr mit, ich sag mal, 100% aus, sondern dann nur noch mit 50. Die Ausstrahlung, die schwache Ausstrahlung, ist dann weg, weil du sie unterdrückst. Das passiert mit vielen Sachen in unserem Leben. Du darfst nicht laut sein. Du darfst nicht dieses sein, du darfst nicht jenes sein. Man muss so und so sein. Immer wenn so und sowas kommt und du das annimmst, schneidest du ein Stück von dir weg und verlierst dadurch an Ausstrahlung. Ich hoffe, das ist klar. Es ist eigentlich sehr logisch. Ein voller Kreis sind 100% Ausstrahlung. Wenn du ihn teilst und die Hälfte wegschmeißt oder sagst, die Hälfte, das will ich nicht, das unterdrücke ich, wenn das kommt, kämpfe ich dagegen an, dann fehlt dir die Hälfte deiner Ausstrahlung. Und da musst du dich nicht wundern, wenn zum Beispiel bei den Frauen das Ganze nicht mehr funktioniert. Schwachsein gehört dazu. Und es ist wahre Stärke, Schwäche zu zeigen. Denn wenn du Schwäche zeigst, dann sagst du damit im gleichen Moment, hey, ich bin bereit, dafür abgelehnt zu werden. Ich bin bereit dafür, dass eine Frau geht, weil sie das bei mir sieht. Und das ist wahre Stärke. Das ist wahre Unabhängigkeit. Wenn du bereit bist, eine Frau zu verlieren, um voll du selbst zu sein, ist das wahre Unabhängigkeit. Jedes Mal, wenn du irgendein Stück von dir beschneidest oder wegschneidest, um es einer Frau recht zu machen, oder Frauen im Allgemeinen, bist du abhängig von Frauen. Das ist wahre Schwäche und sehr unattraktiv, das kommt noch hinzu. Das heißt, sei auch gerne schwach. Aber hier möchte ich kurz die Trennung ziehen. Schwach zu sein bedeutet nicht, und da haben wir gestern auch drüber geredet, nämlich Thema Angst, schwach zu sein bedeutet nicht,
immer schwach zu sein oder sich in eine Opferrolle zu begeben. Du darfst gerne mal schwach sein, weil jeder ist das. Und du darfst das der Frau auch gerne zeigen. Jetzt nicht unbedingt, wenn du sie gerade ansprichst oder kennenlernst. Da hat das jetzt nicht unbedingt den Platz, zumindest nicht im ersten Gespräch, in den ersten 5 Minuten. Aber gerade im weiteren Verlauf kannst du das einer Frau auch gerne zeigen. Weil am Anfang ist es halt einfach so, wenn du es direkt in den ersten 5 Minuten der Frau zeigst, ist es halt so ein bisschen so, okay, das ist ein bisschen schnell. Du wirst ein bisschen schnell sehr intim, obwohl du die Frau nicht kennst. Mach das ganz entspannt. Aber du kannst in der Gegenwart von Frauen gerne Schwäche zeigen und offen dazu stehen. Und wenn die Frau merkt, da hat der Mann eine Schwäche und er steht dazu und hat damit kein Problem, dass er schwach ist erstmal, dann ist das sehr attraktiv für die Frau, sehr anziehend für die Frau. Ich kenne das viel von jüngeren Männern und ich kenne das auch von mir als jüngerer Mann, der sich immer davor verstecken wollte, schwach zu sein. Ich wollte immer stark und cool und toll wirken. Und Frauen durchschauen das sofort. Sofort. Deswegen probiere es gar nicht erst. Worauf ich eben hinaus wollte ist, fall aber nicht in eine Opferrolle. Das heißt, sei nicht immer schwach. Sag nicht, oh nein, ich kann an der Situation nichts ändern. Ich kann nichts ändern, ich bin in der Opferrolle. Was soll ich bloß machen? Es wird sich nie ändern. Ich habe keine Kontrolle darüber. Wenn deine Schwäche dich dorthin führt, an diesem Punkt, dann ist das ein Problem. Weil dann bist du immer schwach, dann bist du ein Opfer. Und natürlich ist ein Opfer auch nicht anziehend für Frauen, ganz klar. Aber es ist vollkommen in Ordnung zu sagen, ich fühle mich gerade schwach, da ist gerade eine Schwäche. Und sich dann zu überlegen, okay, was kann ich denn da machen? Oder was möchte ich jetzt tun? Was ist meine nächste Handlungsmöglichkeit? Oder auch einfach mal emotional mit der Schwäche da zu bleiben. Du fühlst dich gerade schwach, dann bleib mal da. Ich kenne das von mir selbst und mir fällt das selbst auch noch schwierig, weil ich früher in der Schule gehänselt wurde, wegen meinem Übergewicht. Und das habe ich kompensiert, indem ich bin sehr intelligent, ich bin sehr klug. Das liegt mir. Und deswegen habe ich das kompensiert, indem ich der Besserwisser-Typ war, der Typ, der alles weiß, der schlaue Kerl, der mit allem durchkommt. Und habe mich so über die Leute gestellt, gedanklich gesehen, die mich runtergemacht haben. Das war das Gleiche. Ich wollte nicht, dass man meine Schwäche sieht. Ich wollte mich nicht schwach fühlen. Und ich habe das heute immer noch manchmal, dass wenn ich von anderen Leuten lerne, nicht der Schlauere bin in einer Situation, was tatsächlich selten so ist. Also ich habe das so perfektioniert, unbewusst, dass ich wirklich viele Leute diskussionsmäßig einfach ausschlagen kann. Einfach nur, damit ich mich in der Gegenwart von anderen Leuten nicht schwach fühlen muss. Weil ich schwach fühlen mal mit was Negativem verbunden habe. Dabei ist es wichtig, sich auch mal schwach zu fühlen. Sich schwächer zu fühlen als jemand bedeutet, von jemandem lernen zu können. Ich kann nicht von jemandem lernen, wenn ich nicht sage, hey, der weiß mehr als ich, der steht über mir in diesem Gebiet. Sei schwach. Nimm das mit auf in das, was du bist. Dann hast du die 100%ige Ausstrahlung. Dann hast du wirklich eine starke Wirkung auf Frauen. Und das gilt übrigens für andere Dinge auch. Nicht nur für, ein Mann darf nicht schwach sein. Das gilt für ganz viele Dinge. Du musst so und so sein, um Frauen zu bekommen. Du darfst nicht so sein, um Frauen zu bekommen. So musst du sein als ordentlicher Bürger dieses Staates. So muss ein Mensch sein. So darf ein Mensch nicht sein. Immer wenn du sowas hörst oder wenn du selbst auch solche Glaubenssätze hast, werd ganz, ganz aufmerksam. Diese Sachen beschneiden deine Ausstrahlung und deine Kraft als Mann. Da musst du aufmerksam werden. Das musst du abweisen von dir. Das darf nicht Teil deines Systems werden. Weil wenn es Teil deines Systems wird, bist du am Arsch in diesem Fall. Und irgendwann hast du keine Ausstrahlung mehr, weil du alles unterdrückst an dir. Deswegen sei gerne schwach und erleb mal, wie gut das bei Frauen ankommt, wenn du mit 100%iger Ausstrahlung voll durchstarten kannst. Fragen zum Thema oder irgendwelche Videovorschläge in die Kommentare. Schön, dass du hier warst. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kommst du zu mir ins Coaching, bewirbst dich dafür, damit wir dafür sorgen können, dass du mit Frauen auf das nächste Level kommst. Freundin, viele Frauen, mit denen du schlafen kannst, was auch immer deine Zielvorhaben ist. Und unten rechts geht es zum Video von gestern, das du sehen solltest, wenn du es bisher nicht gesehen hast. Ähnlich wichtiges Thema wie das hier. Geil, dass du hier warst. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.